Düsseldorf am Rhein. Wir stehen hier vor dem historischen Schlossturm und neben mir Thomas Ulrich. Sie haben eigentlich mehrere Hüte auf, ja? Sie sind irgendwie ehrenamtlich bei der Raiffeisengesellschaft. Und im Hauptamt bei der DZ Bank. Wunderbar. Und wir sind gleich in diesem Turm beim Pressefrühstück. Und ja, wir werden was erzählen über diese wunderbare Genossenschaftsidee, richtig? Und werden die Presse darüber informieren, welche Formen von Genossenschaften wir kennen, wie wir sie inhaltlich füllen, von der Kreditgenossenschaft über die Wohnungsbaugenossenschaft bis hin zur Energiegenossenschaft. Spannende Idee und ich glaube, wir haben ganz viele Geschichten zu erzählen und Sie von Ihrer Tour zu berichten. Wir haben Energiegenossenschaften, wir haben das Carsharing, wir haben die Ärztegenossenschaften. Wir haben auch Kinos, die in einer Genossenschaft zusammenarbeiten, weil die einfach nicht nur die Idee verfolgen, sondern die haben erkannt, dass sie gemeinsam mehr schaffen. Ich habe es eben erwähnt, dass die Zahl der Mitglieder in den Genossenschaftsbanken permanent steigt und wir einen Boom, ja, Aufwärtstrend in den letzten Jahren zu verzeichnen haben. Hat sich dieser Sozialgedanke erhalten in der Raiffeisenbewegung? Also Stichwort, ein Bauer ging es damals schlecht, der konnte sein Saatgut nicht bezahlen, dann ist Raiffeisen gekommen. Also es gibt schon einen Unterschied von dieser Ursprungsidee von dem Backhaus. Das war Charity, da hat er aber gesehen, das ist nicht nachhaltig. Das ist irgendwie, klar, geht es denen besser, wenn ich denen das Brot schenke. Aber das ist kein Zukunftsmodell. Und so hat er eben in Heddesdorf 1861 erstmals eine Genossenschaftsbank initiiert. Und da ist dann eher doch der Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Tut euch zusammen. Zusammen seid ihr stärker, mit diesem sehr schönen Spruch, was einer nicht schafft, schaffen viele. Aber eben nicht milde Gaben, in Anführungszeichen, sondern eben die Organisationsform zu finden, zusammen irgendwie stark zu sein und gemeinsam da irgendwie das Ding zu wuppen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Ulrich, weil an diesem Termin habe ich auch noch wieder viel von Ihnen gelernt. Ja? Stichwort Weibergenossenschaft, Stichwort Schauspielgenossenschaft, Theatergenossenschaft, ganz spannende, bunte Projekte. Ne? Ja, das ist halt die genossenschaftliche Vielfalt. Es ist eine wunderbare Idee, die auch von der Gesellschaft angenommen wird, die eine Nachhaltigkeit erzeugt und die auch Ergebnisse zeigt. Es ist sehr, sehr viel Engagement, ehrenamtliches Engagement derjenigen dabei, die eine Genossenschaft gründen. Meistens ist es ja im Ehrenamt eine Tätigkeit. Der Genossenschaftsgedanke, der lebt heute. Und das macht unheimlich Spaß, das wachsen zu sehen. Super, danke, Herr Ulrich.